So, die Musik ist geil. Damit, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hammerwatch. Hallo. Hallo. Ja, wieder die drei komischen Typen hier drin. Oh ja. So, es geht genauso weiter wie vorher auch. So, wir sind jetzt in der Armory. Jetzt geht's ein bisschen härter zu. Ja. Oh ja. Weil die Gegner werden schwerer. Ganz einfach. Ja. Und ja. So, die Armory ist in drei Teile aufgeteilt. Einmal darunter und zwei da drüben. Im Endeffekt können wir uns aussuchen, welche Gänge wir gehen. Die sind alle dann abgeschlossen. Achso, okay. Dann gehen wir einfach hier runter. Mal den hier, ne? Genau, ja. Und als Gegner haben wir jetzt die ganzen Skelette, die wir vorhin im Bonuspart hatten. Im und diese Blobbles. Und die Blobs, genau. Blob. Die Blobs. Anspringen. Die Blobs haben im Übrigen exakt einen Lebenspunkt, muss man mal dazu sagen, und sterben bei Berührung. Allerdings, wenn man sie, wenn man zu nah da dran steht, machen sie Gift. Ah, okay. Also die Blobs nicht dran stehen, sondern einfach stehen und an denen kann man auch ziemlich gut die Combo aufheilen, weil es halt eben 6 Blobbles sind. Oh Gott, und diese roten Irokesen-Punker-Skelette, ja, die sind die halten geil. So aus wie noch was. Oh, hier ist ein Pfeil! Ich weiß nicht, welche Pfeile sind. Stimmt, Bogenschütze. Pfeilhagel! Oh Gott, das wird was, wenn du deinen komischen Drehangriff kriegst. Ja, das wird super, ich freue mich jetzt schon drauf. So, ein bisschen heil. Ich glaube, den kriegst du da schon gesagt. Keine Ahnung, kann sein. Nee, du kriegst, glaube ich, hier die Schlingpflanzen. Oh. Die habe ich nicht bemerkt bis zum vorletzten Akt. Ich habe dauernd nur gesehen, wenn ich rechts klicke, dann steht da 30 Mana, aber... Das habe ich immer gemacht, wenn keine Gegner da waren. Ach, das waren gar nicht deine Pfeile. Ich wurde gerade von einem Pfeil getroffen und wurde getötet. Nee, wir haben Friendly Fire eingeschaltet. Ah, okay. Das ist dann, damit wir Mikey töten können? Natürlich, extra ja, genau. Ist mir nur für Mikey eingeschaltet. Nehmt euch den Acht, nachher gibt's noch Bogenschützen mit einer roten Kappe, die verschießen mehrere Pfeile auf einmal. Wow! Ach ja, ich hab die Türme vergessen. Und die Statuen da oben, die sind beschissen. Ja, weil die halten noch mehr als die roten Ritter aus. Ich hasse sie. Achtung. Ben, pass auf. Die Dinger, die da so komisch schießen, ja, die machen oh, 20 mega stressig. Diese Gargoyle-Statue da oben. Ja, und die halten so aus wie bekloppt. Na komm schon. Mach nein. Was, stirb du. Hey, mein 12. Tod. Ich hab sie gleich. Also. Hab sie gleich. Ah, yes. Jawohl, Alter, das ist doch asozial. Das ist übel. Das ist Sparta! Das ist Sparta! Oh nee. Paladin, egal was du tust, tu was Sinnvolles. Und mach's schnell. Ah. Wir haben eine Combo-Nova rumfliegen. Ja. Au, 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 au. Die Bogenschützen auf Moment! Die Bogenschützen, die! Au, au, da ist ein Rotkap. Bekappter. So. Gut. Das war's mit den Bogenschützen. Kommen, jetzt kommen die roten Bogenschützen, Mist. Das hab ich grad gesagt. Turm! Turm, scheiße! Gargoyle-Statue oder so. Oh, kacke. Ja, ich arbeite dran, sag wir's so. Goddammit! Alter, das Ding kommt ja richtig rein. Da war ich schon wieder tot. Also, ich möchte nur nochmal betonen, das ist definitiv praktisch, dass wir jetzt einen Infinite-Leben-Pool haben. Ja, das ist praktisch das ist wie noch was. Los. Das war eine gute Idee. Weil jetzt wären wir wahrscheinlich schon Game Over. Ja. Also, ich bin jetzt 14 Mal gestorben. Ich nur 9 Mal. Ich bin jetzt 11 Mal gestorben. Also, wahrscheinlich würde Mikey doch hier rumrennen alleine. Ja. Da kommen wir durch einen Bonuspart hin an das Ding. Wirklich? Ja. Ich hab gedacht, das ist einfach nur zum Ärgern vom Spieler da, dass man da nicht. Das habe ich am Anfang auch gedacht, aber das ist ein total beschissenes Rätsel, weil du dann praktisch einen Schalter aktivieren musst, den du völlig woanders da findest. Und dann. Super. Wow! Pfeile! Pfeilhage! Ich geh den anderen Weg! Wir können das machen! Ja, ja! Tschüss! Ah! Alter, hört auf zu schießen! Ich kann die Gegner vergiften das. Moment! Also da findest du einen Schalter vollkommen am Arsch der Welt und dann kommst du da hin. Goddammit!
Wo bist du denn? Was hab ich getan? Wo bist du denn? Ah, ich weiß. Ja, das ist der Große, ne? Der große Rote. Oh nein, der Ritter. Nein, allgemein, oh, ich bin tot. Ja, allgemein das, was der Paladin gerade durchmacht. Puh. Alter, das ist... Hat eigentlich irgendwer unten die Statue zerstört? Ein was? Nein. Obwohl ich vielleicht. Doch, die ist tot. Warum fliegt eine Combo Nova? Ich hab vorhin zwei Statuen kaputt gemacht. Gut. Weil die Statuen droppen nämlich ja, auch solche Buffs. Nein. Stimmt. Solche Perma-Buffs. Machen Stat-Boosts. Diese Stat-Boosts droppen die hin und wieder. Geht weg! Alter, ich hasse die roten Soldaten, ich hab richtig Angst vor denen. Also ich... Scherke in der Unterwelt. Muss sagen... Sehr yes. Gut. Health up. Gut gewesen. Health up, das finde ich gut. Das ist das Beste, was dem Magier passieren kann. Puh. So. Stell dir mal vor, drauf. Du wärst jetzt Andy und willst gerade zu Manfred und dann kommt dir das entgegen. Oh Gott, der wird raus hier! Nein. Ich stelle mir schon die ganze Zeit vor, dass wir irgendwie welche brauchen. Oh, gleich viel mehr Spaß. Komm schon! Nein! Nein, jetzt ist mal richtig Action. Ja, hier ist Party Hard. Mikey ist Tarius. Gar nicht. Doch klar. Nein. Das wird ja wie im Kindergarten. Ich benutze Pfeil und Bogen und keine Armbrust. Mach ja, das noch okay, richtig, stimmt. Wie richtige Männer. Du bist Link. Alles reine Muskelkraft. Ah. Warte mal, dann ist Gotthold Libra und ich bin Dankwart. Jawohl. du bist Dankwart, na super. Das ist ein Tankwart oder so. Der Tankwart. Wer die Anspielung versteht, kriegt einen Keks. Ich verstehe die Antwort. Oh nee, jetzt bin ich hier bei zwei von diesen Punkern. Warum ist denn da so ein fliegendes Schwert in der Mitte von dem Ding? Und wo seid ihr alle? Wir kloppen uns gerade, wir machen gerade das Spiel. Ah. Guck auf die Karte. Ja, ich lauf gerade zu euch. Ja, ich guck mal auf die Karte, ich habe euch gerade gesehen. Bin nämlich schon wieder verreckt. Ey, scheiße. Ich glaube, der Warlock ist auf diese ganz hinten. Doch, spielt Kugelfang. Ich glaube, letzteres trifft erst. Du bist der beste Kugelfang, den wir haben. Du hast nämlich viel Lebensenergie. Oh nö. Gibt's eigentlich irgendwie so ein Combo-Upgrade, dass man weniger braucht, um die zu aktivieren, oder? Ja. Nein, du kriegst nur... Es gibt ein Upgrade, der Timer-Upgrade, der sorgt dafür, dass du länger Zeit hast, um die zu aktivieren. Okay. Aber halt, dass ich weniger an der Zahl brauche, sowas gibt's nicht. Nee, das ist nicht. Du brauchst immer 10. Aber du kriegst halt mehr an der Zahl mit der Zeit. Achso, das ist ein Gegner. Oh, fuck. Du hast es gerade wirklich verloren. Ah. Ich sehe euch gar nicht mehr auf der Karte. Ah. Stirb! Ah, Gegner! Lass mich in Ruhe! Ist euch fast in die Stacheln reingerannt, ich Idiot. Oha. Nein, nicht töten! Bitte töte mich auch! Ich bin tot. Okay, Gotthold ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Oh cool. Jetzt habe ich das mit den Blocken verstanden. Ich muss einfach wirklich gar nichts machen. Wow! Hallo Avast! Schön, dass du da bist. Das kam aber jetzt schnell. Wow, nach 2 Stunden Spiel. Nein! Ach, diese blöden Kugeln! Diese Statue stirbt nicht! Stirb endlich! Ach, Gott sei Dank. Oh, also, die Bogenschützen hier, die halt dann ganz gut mach! Da. Rabattpunkte! Bin gerade dabei mit der Statue. Okay, pass jetzt nochmal. Wo seid ihr? Bin tot. Das ist jetzt zwar ein bisschen eintönig zu sehen, was ich hier gerade mache, aber ich finde, es funktioniert. Ach, da seid ihr! Bei mir ist gerade alles eintönig. Ich gerade die Statue niederzublenden. Diese blöde, unfaire Statue, ne? Du blockst, die schnetzel die ganzen Bogenschützen weg. Und tot. Jo, alles klar. Sollte ihr irgendwas machen? Sterben sehen. Ich hau ja immer noch. Zumindest sind wir jetzt wieder alle zusammen.
Halbpilz. Okay, yippie! Kann über die Statue, ja, vor der habe ich am meisten Angst. Moment, auch. Ich will erstmal ein paar von den Gegnern hier wegmachen, damit die mir nicht auf die Nüsse gehen. Tot! Lass mich doch in Ruhe. Yes, Mana! Ah, gut. Gott. Voller. Ich hoffe, die haben mal die Aufwertung für den Mage nicht raus, weil der, dann kann er nämlich jedes Mal, wenn er mit seinem Feuerball oder sowas trifft, oder seinem Flammending, dass er dann die Gegner verbrennt und die das dann zusätzlich Schaden macht. Falls ich wie du dein Gift hast. Cool. Ich weiß noch nicht, ob du die vielleicht tot rausgenommen hast. Gibt's doch jetzt. Da ist übrigens ein Checkpoint, ne? Also, das. Checkpoint? Ja, ja, gut. Ich bin gerade. Ja, jetzt habe ich noch miterlebt. Oh oh. Ach, das ist Mikey auch. Ey, hau mich nicht. Mann, Mikey, du mit deinen blöden Pfeilen, du hast mich gerade voll verwirrt. Ich schieß die nach unten, die schießen nach oben. Was ist daran nicht so schwer zu sehen? Aber sie sehen gleich aus. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass wir einen Bogen schützen. Wir müssen einfach gucken, da wo weniger Pfeile auf einmal kommen. Das bin ich. Oh, hier ist oh, ja, ein Lieblingsrätsel. Oh, ich schnapp mir die Vendor-Coin. Yippie. Ich fahr dir gerade rein. Wenn du stehst, siehst du... Hey, Stacheln! Wow! Lieblingsstacheln! Money, money, money. Nein! Ich sammle sie alle. Oh, hier sind noch ein paar. Oh. Yay! Mein Leben! I found a secret! Hä, aber wie hast du den Geheimgang? Ach so, ja, da unten war der. Ah. Hey! Die sind echt, ja, die sind teilweise ziemlich fies. Ich versteckt. Apfel. Ich brauch keine Äpfel, keine Sorge, die kannst du haben. Okay. Ich brauch keine Äpfel. Da geh ich eigentlich rein. Sprache und Stab. Äpfel sind aber gesund für die Zähne. Wer sagt denn sowas? Ich hau dir gleich die Zähne aus. Was war das? Bei mir hat alles geleckt. Das gilt jetzt nicht, Sauerei. Schiebung. 26 Tode. Oh, oh, oh. Das ist so fair. Alter, ich hab 5000 Gold. Nee, ohne Scheiß. 5400 Gold. Ich will die Vendor-Coin da oben haben. Die suche ich jetzt. Was? An die Vendor-Coin kommst du, glaube ich, noch nicht ran. Mist. Bin mir aber nicht sicher. 20 Tode, schalala. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Gott. Das kann ja noch was werden hier. Oh, ich hab 4000 Coins. Ja. Wir haben cool, ziemlich viel Geld gerade gemacht. Schnell! Oh, ja. Ab zum Shoppen! Schnell zum Shop! Wir müssen shoppen gehen. Da wir einen goldenen Schlüssel haben, dürfen wir uns jetzt aussuchen, glaube ich, ob wir, Oh, Mikey, mach hinne! Ich bin doch schon. Nein, schon wieder. Ich bin schon im Ladebildschirm. Ich bin im Ladebildschirm, was wollt ihr? Ja, wir auch. Wir sind noch im. Nein, wir sind im Ladebildschirm, aber steht Waiting for Screaming Mikey G. Lauf, stehe ich hier noch irgendwo rum? Ich höre einen Sound vom Spiel, aber ich bin noch nicht drin. Nicht schon wieder. Well. Loading. Still loading. Ja, ich werde mir ein Fondue machen oder so. Ach ja. Mach hinne! Lade schneller! Lade nach! Laden, laden. Ich esse mal meine Spaghetti auf, die ich schon die ganze Zeit nebenbei esse. War jetzt auch mal ein bisschen extra für die Leute. Warum esst ihr? Es ist mittags. Es ist vier, viertel vor vier. Das ist nicht mehr mittags. Das ist keine Zeit. Ja. Er sagt doch, das ist mittags. Ja, ist gerade Kekse. Gott, das ist natürlich super professionell, was ihr da gerade tut. Yay! Na, natürlich. Willst du doch einen fahren lassen oder aufs Klo gehen? Mann. Mikey, mach hinne! Stehen hab. Ich muss kacken. Nein. Ich bin doch schon drin, bei mir lädst du doch aus und ich kann doch... Oh, nee, ja. Sehr gut, so. Boah. Der ja, das war, unnötig, du, das war. Das war nicht mal sagen, ey. Ach, von wegen. Keine Ahnung. Was ist da los? Hm. Ja. Ja. Guck mal, ob Hamachi noch an ist. Meins auch. Ist noch an. Meins auch. Na, ich geh mal davon aus, dass meins auch an ist. Ja. Jo,
Und wir sind noch alle drin. Mhm. Ich bin auch drin. Du hast auch noch drin. Wäre gut, ne? Hm. Das stimmt. Aber die Musik ist gut. Immerhin. Ja. Das stimmt. Kann man immer wieder loben. Ist es eigentlich selbst komponiert? Wisst ihr das? Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Bin mir sicher. Es klingt so mega geil. So. Dann würde ich einfach mal sagen, ich mache hier jetzt mal einen Schnitt, weil das wird nichts mehr. Jo. Dann. Da schließe ich mich auch an. Wir werden gucken, dass wir das schneiden, regeln, tun und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und bis dahin. Jo, alles klar, bis gleich. Bye, bye. Bis gleich. Oh. Ja, no. Erste Handlung. Sehr gut. So, damit alle Leute. Den können wir mal öffnen und. Oh, der Shop ist ja gar nicht offen, das ist ja doof. Bei meinem Gamepad funktionieren gerade ein paar Tasten nicht mehr. Also wir können uns Move Speed kaufen und 0,1 verbessern. Oh, ich kann mir Health kaufen. Das ist gut. Ich weiß, warum bei meinem Gamepad keine Tasten mehr funktioniert, ich war gar nicht im Spiel drin. Das ist scheiße, ne? So. Soll ich so ein Tank werden oder? Yeah, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, Nein. ich bin schneller, ich hab ADS, ich hab ADS. Hab ich mir das gekauft? Ach nö, das wollte ich doch gar nicht. So, Wollte ich nachstellen? Oha, das ist eigentlich riesig viel, 0,1. Ah, Mann, ich brauche noch mehr Angriffspower. Das ist ja mega praktisch. Ja, den Angriffshändler haben wir keinen Schlüssel. Deshalb würde ich immer später. Okay. Deshalb, ich hab jetzt einfach alles gekauft. Deshalb würde ich auch sagen, wir gehen runter, weil da unten gibt's den zweiten Schlüssel. Wir wollen Gold. Ja, den Goldschlüssel gibt's da unten. Nein, ich will Gold. Wir wollen Gold zum Ausgeben, nicht Gold als Schlüssel. Ja, ich hab doch gerade all mein Gold ausgegeben. Ja, da unten gibt's auch Geld. Mann, komm. Was zeichnen jetzt schon wieder? Ja. Ach, da oben. Ich hab gerade ein paar Maden angelockt. Gut gemacht. Grüß uns nachher, wenn wir wieder runterkommen. So. Aber was ich mal verstehen möchte, wir haben jetzt, also Mikey hat hier letzte Zeit Connection Problems, aber Sorry. Auf dem Ping, auf dem Teamspeak ist der Ping voll super und so. Ja, das ist seltsam. Also keine Ahnung, woran das da liegt. Ich könnte natürlich auch an den Hammer. Nee. Ich ist ja gehostet. An der Hammerschau. Ja. Nee, an der Hammeruhr. Die Hammeruhr. Die Hammerarmbanduhr. So. Au. Ja? Nee. War nix. So, weiter. Vordringen in die Armorie. Ja. Ah, man, komm, du musst anspringen, schneller. Töten wir sie alle. Pokémon. Komm, schnapp sie dir. Ja, komm, kill them all. Gott, kill them all. Ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell. Ah! Ich bin noch viel schneller jetzt, wenn ich einen Combo-Move drin hab. Ah, oh, nee. So, ich hab mir auch mal hier diesen Schuss geholt. Die Nova. Ich glaube, die Nova hole ich mir auch irgendwann mal. Solltest du nicht. Die bringt's, glaube ich, ganz praktisch. Scheiß. Ja, die macht ordentlich Schaden, wenn man sie aktiviert hat. Ah, immer diese blauen Kugeln. Au. Super. 4 Lebensenergie. Why? Cause of reasons. Sehr gut. Cool. Yes. Ich heb mir mein Geld aber auch auf für den Angriffsshop, weil ich will unbedingt die Angriffe haben. Weil dafür kann ein Mage halt einfach gut sein. Und ich will halt den auf jeden Fall den zweiten Zauber haben, den Eissplit-Zauber. Auch irgendwie? Nö. Ein bisschen, nee, bei mir grad nicht. Ah, doch jetzt. Toll. Tod Nummer 28. Tod Nummer 19. Ich glaube, er wird sein. Er wird irgendeine Strafe machen müssen. Ja, das glaube ich auch. Das befürchte ich fast. Mein Keller müsste aufgeräumt werden. Ja genau, damit wir dann nochmal dabei sind. Und alle Zuschauer, wir haben uns überlegt, wer am meisten stirbt, wenn wir fertig sind, der muss irgendeine Strafe bekommen. Ja. Überlegt euch mal was und schreibt es mal in die jeweiligen Kommentare runter. Und momentan bin ich Ich habe ganz viele Freunde. Das nennt man den Favoriten. Ich habe richtig viele Freunde gerade. Du bist der Favorit. Aber ich bin gerade unsterblich. Jetzt hau ich rein. Ich auch. Oh, schon wieder so viele! Das ist der Moment, wenn man schneller geheilt wird, als man Schaden bekommt. Richtig, voll geil. Ich hab so viel Leben gerade. Ja.
Ich kann gar nicht mehr sterben, sagte er kurz bevor er gestorben ist. Ja, was mein reines Leben angeht, dürfte ich auch nicht mehr sterben. Ey, 220 Lebenspunkte. Oh, die sind schneller weg, als du glaubst. Oh ja. Weil die Teile hier, die machen 27 Schaden und hauen dann so zack, 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 zack. Mhm. So. Ich vergifte den. Lass mich. Alter, du bist viel zu stark. Okay, was ist hier denn noch so? Och, schön. Die Statue ist ja mit Zacken geschützt. Oh ja. Was? Aber da ist eine Ecke ziemlich in der Nähe. Das heißt, man kann sie relativ gut. Oh ja. Ich habe gerade einen Gang geöffnet. Ach, das ist eine Abkürzung. Das ist gut. Ich habe hier ein bisschen Geld. Ach, wenn ich jetzt dauernd sterbe. Boah, hier gibt's Money. Oh ja, ich habe schon wieder 1000. Oh mein Gott, das steigt aber richtig schnell gerade. Ja, ich habe ja auch ordentlich Geld hier. So, Money. Gut, dafür habe ich 4 rote, aber... Statuen, dass die so viel aushalten. Kann es sein, dass doch die Lebenspunkte von den Gegnern ein bisschen steigen? Das kann natürlich sein. Das kann sein. Das ist so. Definitiv. Aber ich habe so erinnern, dass das schneller ich kann so durch. Das kann natürlich sein. Finde ich aber auch cool. Finde ich auch gut, aber ist ein bisschen doof, wenn man dann doch irgendwie an der Front allein kämpft und plötzlich sind alle Gegner stark. Ja, das ist natürlich blöd. Wahrscheinlich soll das Teamspiel fördern. Könnte ich mir vorstellen. Ach ja, dann machen wir es definitiv richtig. Ja. Wo bist eigentlich du schon wieder, Sven? Achso, ich bin da. Uiuiui. Warum fragst du wegen meinen 3 Leben? Das auch, ja, und weil wir zu dritt hier gerade sind. Ihr seid da oben, ja, okay, ich bin auf dem Weg. Ich komme! Yay! Aber Hauptsache auch, dass mir 20 Lebenspunkte schon als total kritisch angezeigt werden mit dem Ausrufezeichen. Das waren meine Startlebenspunkte oder so. Ja. Der Magier hat so unglaublich wenig Lebensenergie. Das ist nicht mehr feierlich. Ich meine, ich habe schon 2 Aufwertungen oder sowas gemacht, plus die Bonus-Health-Dinger, die wir alle bekommen haben. Und trotzdem. Mhm. Yay! Ah, I win some! Ich bin gestorben. Oh, wir haben ein Leben dazu bekommen. Huhu. Ja. Yippie. Das ist immer das Wichtigste. Alter, 29 Tote. Echt? Yes. Paladin. 29. Du brichst meinen Rekord bei Hammer. Ja, irgendwann, irgendwann hatten wir dann so einen Stack Overflow, weil die Zahl nicht groß genug ist, die angezeigt wird. Ja. Dann stürzt ab. Wie damals beim alten, welches war es? Ich glaube, Zelda 2 war es. Da ist das ja passiert. Wenn du 255 Tode gestorben bist, hattest du wieder 0 Tode. Und das Spiel könnte dir abstürzen, weil er dir irgendwo im Speicher irgendwas überschrieben hat. Das ist super! Weil sie damals nicht gedacht haben, dass Leute das Spiel so oft spielen, dass sie 255 Mal sterben. Ja. Das ist eine Zahl, da kann man durchaus so oft sterben. Doch. Oh, hier waren wir schon mal. Wo geht's denn jetzt hin? Oben ist eine blaue Tür. Da wo hier ich rechts eben war, glaube ich. Hier ist noch ein goldener Schlüssel. Ah. Hier geht's weiter. Woher weißt du das? Weil ich es auf der Karte gesehen habe. Drückst du drauf, weißt du. Oh, okay. Da weißt du Bescheid, Alter. Ja, weiß ich. So. Oh nein, das ist ein Boss. Ah, schon wieder so ein Skelett, Ritter. Die sind nervig. Ah! Mach mal die ganzen Leben kaputt. Nein, nein, nein! Ah! Puh. Dai, 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 dai. Nein! Nein! Er muss in die Bombe reinlaufen! Oh. Ich hasse Schwertwirbel. Außer ich kann ihn selbst. Hui! Dass seine eigenen Gegner, seine eigenen Kumpels da nicht haut. Ja, Schaden, yay, gut. Mehr Schaden. Ja, geil. Wird mir wahrscheinlich wieder nichts bringen. Ja, gut, das macht schon Schaden. Das bringt schon was auf die Dauer. Okay, auf die Dauer, ja. Ja. Das musst du halt auch hochrechnen. Wenn du da irgendwie 2000 Schläge oder sowas machst, dann sind das 2000 Schadenspunkte mehr, wenn das nur einen mehr macht. Ja. Also bei mir leckt es zwischendrin. Ja, das ist bei mir auch. Ja. Aber das haben wir ja, glaube ich, alle.
Ah, Statue, ach so. Könnte sein, dass wir irgendwie drei Verbindungen gerade aufhaben. Irgendwie Hamachi, Skype und Hammerwatch. Ja, wen wundert's? Wow. Ja, der Bogenschütze könnte mal das Ding da wegmachen. Das wäre ganz praktisch. Bin dabei. Bin dabei. Kommst du nicht raus, was? Gut, wir sind jetzt genauso schnell wie die blauen Dinger. Kann das sein? Boah. Ich lebe noch. Aber ich bin gleich tot. Ah ne, warte, das sind die Viecher. Ist vorhin gerannt. Geh mal so ein bisschen erkunden, was wir machen. Jawohl, zerstört und da unten wartet ein schöner Damage Booster. Und ein Bronzeschlüssel. Das ist übrigens das versteckte Gebiet, wo auch diese Trollplanken und sowas zu sehen sind. Was? Also diese, diese Plattform, wo wir nicht rankamen. Ich weiß sogar noch, wie man ungefähr hinkommt. Ich weiß nur nicht mal, wo der Schalter ist. Man muss da einen Schalter drücken, dann geht nämlich ein geheimer Gang auf. Also was heißt geheimer Gang? Er leuchtet, aber hey, Details. Mein Apfel! Nee, ich hab da doch einen Au. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Gott. Bei dem Spiel ist wirklich pixelgenaues Dodging angesagt. Ja. Oh ja. Ich bin tot. Nomadine! Danke, yes. Mikey, ich bin tot. Hier liegt ein Steak. Sorry. I'm so sorry. Ein Steak lag da oben. Oh, kacke. Ja. Ja, gerade habe ich den Drang gezündet. Au. Wenn du können. Disconnected. Ich bin wieder rausgeflogen. Yay, Moment. Yay, und wieder bin ich rausgeflogen. Das dauert eine Weile. Mikeys TS-Verbindung ist nicht so gut, habe ich so das Gefühl. Toll. So, ja. Was soll ich sagen? Hallo, hey. Hi. Ich bin hier. Ja, hallo. Ha. Okay. Gut, solange die anderen weg sind, werde ich mich hier einfach mit ein paar Gegner prügeln. Das war, glaube ich, sogar der falsche Gang. Aber egal. Wird gleich wieder weitergehen mit den anderen da. Man kann ja sowieso noch spielen, das ist ja zumindest ganz praktisch. Gott. So viele Menschen. So, ich werde dann gleich auch wieder gucken, nachdem ich hier... Da geht er wieder drauf. So. Ich will doch nur gucken. Stirb, danke. Connected. Danke. Oh, so. Hi. Hi. Ach so, du hast mir gar nicht gehört. Ups. Ja, wie soll ich auch? Oh, ist eine Statue. Nein. Ach, ich dachte, du wärst auch schon wieder. Nein. Drauf. Ich hab gesagt, ich sehe gerade einen epischen Fight auf der Karte. Danke, ich bin tot. Hi. Bei dem kann man sich auch hier hinstellen. Au. Das ist Mist. 31 Tode, lalala. Beziehungsweise. 31, ha! Ich kann ihn einfach so angreifen. Die, Turm, die! So. Bug. Die, Potato! No! Weil die Dinger machen so unendlich viel Schaden, ne? Brenne! Ach. Das ist gar nicht unser Bogenschütze. Brenne? Ich dachte eben, da steht unser Bogenschütze und schießt in die Richtung, trifft nicht. Das war ein anderer. Mein Leben ist eine Lüge. Oh no!
Yeah! Yeah! Abspackzeit! Party! Ja, cool, ich hab's jetzt das erste Mal geschafft, mit vollem Leben aus so einem Kampf rauszugehen. Ich bin stolz auf dich. Ich hab's mal geschafft. Schlüssel! Mit Leben aus einem Kampf rauszugehen. So. Ah, wir brauchen noch mindestens zwei Schlüssel übrigens. Dann kaufen wir uns welche. Da oben ist einer. Den nicht da hinten aufmachen, nicht da hinten aufmachen. Ich will was anderes holen. Achtung. Was Wertvolleres. Ich glaube ja, dass es eine Vendor-Coin ist. Außerdem, ich sehe noch auf der Karte noch einen Schlüssel. Den werde ich mir dann noch gleich holen. Vendor-Coin. Ich sehe auf der Karte gar keine Schlüssel. Hä? Ja, dazu muss man doch auch in der Nähe der Schlüssel sein, ne? Nein, ich war in der Nähe der Schlüssel und ich sehe die irgendwie nicht. Ah ne, ist keine Vendor-Coin, ist ein Secret-Rätsel. Das wäre so ein Bomben-Rätsel. Ach so. Hä? Ja, aber, okay. Ah, nee, och, lass mich doch nicht alleine hier unten. 23. Tut mir leid, manche Leute sterben halt auch mal. Das musst du mir nicht sagen. Na super, Leben. Wow. Wizard, komm mal eben mit nach rechts. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Toll, ich hab beide Pfeile. Da ist auch ein Dings. Oh, das ist eine böse Falle. Au. Oh, oh fuck. Eine Falle, Leon! Leon! It's a trap! Ich bin tot. Jack, nimm du den Trank, ich hab schon einen. Echt? Ja, okay, dann nehm ich den. Gut. Ich hätte da rumgehen können. Ja. Ach schön, ich hab mittlerweile wieder 4000 Gold. Ich hab 6000. Ich hab auch Geld. Ja, die Amory hat... 3 Gold. Ziemlich viel Geld. Wo seid ihr? Ich bin beim Warlock. Ich bin beim Wizard. Wer genau, euch beide suche ich ja. Wir sind auf dem Weg, ganz ruhig. Oh, wir sind ganz allein. Wir sind auch auf dem Weg. Ja. Frage ist nur, wohin? Ich glaube, es ist noch eine Tür mit Vendor-Coin. Ja, richtig. Ja, hier sind wir falsch. Schade. Super, du hast deinen Mana verschossen. Du bist mein Held. Da müssen wir hin. Das brauchen wir. Ja, right. Ja. Aber bevor wir bei Gegnern sind, habe ich. Ich habe noch nicht einmal Mana, glaube ich, oder doch, ich habe einmal Mana aufgerüstet gehabt oder sowas. Keine Ahnung mehr. Ich hab's auch aufgerüstet. Bei dir ist es aber auch sinnvoll, Dick. Du leckst mir gerade übelst hinterher, ey. Ja, und du leckst vor mir her. Ach, wir haben mich gefunden. Aber zum Glück leckt nur ihr und nicht die Fallen und die ganzen. Bin ich nochmal am gucken. Hier noch ein Schalter oder war der oben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei mir leckt gerade nur Mikey. Gar nicht. Also wir haben definitiv habe ich noch irgendwo einen Schalter übersehen. Deshalb, das ist praktisch der Weg zur Tür. Deshalb möchte ich nochmal einfach eben Schnellmarsch, es ist ja kein Gegner mehr da. Einfach mal durchlatschen. Ah. Ist nur Wasser? Oder war das woanders? Nee, da war doch kein Schalter mehr. Was haben wir übersehen? Das ist jetzt nicht. Nee, ich glaube. Wir sind, glaube ich, im falschen Gebiet. Wir sind, glaube ich, dafür im falschen Gebiet. Das kann sein. Ja, es ist das falsche Gebiet. Nicht wahr, Mikey? Das sehen wir dann demnächst. Na, aber sicher. Du bist eine Sau. Du bist so Leck. Eine Sau. So. Wir sind dafür im falschen Gebiet. Dazu müssen wir eigentlich, da waren wir schon in dem anderen Ding drin. Dort haben wir den Schalter übersehen. Ah, aber okay. Wir können jetzt erstmal das Level abschließen und dann kurz bevor wir zum Boss gehen, können wir ja nochmal suchen gehen. Ey! Ja, okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder zu euch finden, weil ich bin gerade ein wenig erkunden gegangen. Du läufst richtig. Weiter. Genau, Vorsicht, Stacheln. Ach, da hinten. Ey, das sieht ja voll cool aus, wie wir hier so stehen. Dann kommt der Paladin und macht alles kaputt. Oh, ich wollte auch gerade schon sagen. Das hat gar nicht so lange gedauert. Schnauze, Fiori. Nein, ich habe den falschen Händler geöffnet. Ich... Hallo, ihr Maden. Was ist er? Obwohl, Lifestyle ja, gut. Nee, es hat sich erledigt. Ich habe tatsächlich meinen Zauber mit. Alter, ist das geil. Okay, ich nehme Overgrowth mit meine neue gut. Fähigkeit. Dann ist okay. Ah. Bam! Bam! Moment. Wie kann ich den neu? Oh. Das ist super, weil das... Boah, Alter, was war das? Kampfschrei oder was?
Sieht voll gruselig aus. Ey, das ist geil, das klingt voll hammer. Komm, das hören wir mal nicht. Um mich. Komm mal um mich. Das hören wir nicht. Doch, hört man. Ist jetzt echt nicht? Doch, ich hör's. Das ist ja geil. So. Das ist cool. Das ist mega cool, dass die Leute. Ach, ja. Oder? Und du, wenn du halt Gegner triffst, dann tut die Lebenspunkte abziehen. Das ist super. Ey, Leute, bam! Bam! Hey. Oh, ich kann den gar nicht machen, ich hab mein Mana verschwendet. Na, jetzt ich spiel halt Gegner kommen, damit ey. Ein, das ist auch eine praktische Sache wie noch was. Aber es macht scheinbar keinen Schaden mehr. Eingefroren mit Ranken umschlossen. Eingerankt. Allen oh, da oben in den Raum bin ich rein. Toll, kein getroffen. Ja. Ich will auch, da steht ein Gegner, ne? Da oben steht noch. Ja, er hat den Paladin. Paladin? Der ja. Hängt da so rum. Okay. Ne, ich musste ja. Gerade niesen und hab das mal mein Mikro gemutet ich, dafür. Dich hat gerade ein Gegner geschlagen die ganze Zeit, du bist verreckt und ja. Krieg ich davon noch Leben? Oh, natürlich kriegst du davon Leben. Aber richtig viel. Und der Livestream-Nova. Was denn? Ja, von Livestream-Nova. Aber sie haben leider. Mein Ding macht leider keinen Schaden mehr, das ist scheiße. Mein Ding macht auch keinen Schaden, mein Ding klaut den nur Leben. Gibt mir nur Leben von denen. Soll ich jetzt nur sagen, was mein Ding macht? Dein Ding ist einfach nur klein. So. Boah. Boah, leck das gerade. Komm, ich renn rein. Will nicht so langsam sein. Mein Schlüssel. Ah, schnell weg! Schnell weg! Trotzdem. Boah, ist das geil mit der Livestream-Nova. Die gefällt mir. Ah, ich sag schön. Ja nur, ich stand gerade in der Mitte von Gegnern und ich habe kein Leben abgezogen bekommen. Ja, sehr geil. Einen pro getroffenen Gegner. Jeder Gegner, ein pro Gegner. Und das in so einer Menschenmenge ganz lustig. In einer Skelettmenge meine ich natürlich. Ja. Mach das mal hier, bei denen da. Bei den Füchern. Na komm, ploppt alle auf, komm. Oh nein, ich habe wieder Skelettkrieger gefunden. Also so ein Bossgegner. Oh nein. Yeah. Aber ich glaube, ich bin auch bei euch. Ja. Ja, du brennst. Ach so, wir sollen dir helfen. Sag das doch. Ja, ganz nett. Ja. Die Hälfte habe ich schon, aber naja, ich habe keine. Brenner! Ach, da bist du. Attacke. Klappt ja bei denen? Schade, nein. Ja, ihm einen Lebenspunkt abziehen, das ist bestimmt gut. Na, nein. Gestorben. Es Leben. Sehr gut. November Coin. So. Oh Gott, wo seid ihr denn? Ach da. Hui. Hä? Oh Mann, ich. Ach da. Also, irgendwie ist meine Auflösung zu gering, habe ich das Gefühl. Mensch. Oder wird die Karte dann nicht größer? Was hat das mit Auflösung zu tun? Weil ich spiele jetzt momentan Fenstermodus mit 1280x720. Ja. Du möchtest. Und wenn ich das jetzt auf quasi Vollbild machen würde, würde ich dann mehr von. Bildschirmausschnitt sehen oder würde das dann einfach nur größer und wird wichtiger werden? Größer, oh, weil du gefunden. Eine größere ich Auflösung hast. Oh, was hast du denn gefunden? Oh, nein. Wieder so ein lustiges Rätsel. Bleib weg. Okay. Und das? Nein. Das war's nicht. Also der zweite? Der erste, dann der dritte? Dann der hier? Nein! Nee. Ach, okay, jetzt haben wir so, rote Spike-Falle deaktiviert. Ups, das war's. Und noch ein Schlüssel für uns. Ja. Zack. Und noch ein Schlüssel. Zack. Yay. Aber wo? Ja. Something happened. Supi. Nice. Ah, da. Oh. Das könnte sein, dass das Something happened. Ja. Gut möglich. Bitte heil das Ding. Das sieht gut. Cool. Kommen wir da rüber? Ah. Nein, ich bin tot. Ich hab zu sehr auf die Healing Nova vertraut. Aber die bringt auch übel. Ja. Also bei mir bist du nur am Flaggen gerade. Ich bin tot. Echt? Du stehst hier noch. Ich komm aus irgendeinem Grund nicht.
Ich komme aus irgendeinem Grund nicht wieder. Weil du nicht tot bist. Nein, du hast noch Leben. Ich bin tot. Nein, du stehst, also du stehst aber da ich beobachte gerade den Paladin. Und jetzt den Wizard. Und pull mal einen Gegner zu ihm. Rumstehst. Ja, pull mal einen Gegner. Und dann renn weg, dann such ich mal einen Gegner. Du willst doch nur, dass ich mehr Tode habe als du. Du verdammt. Nein, ich will, dass du mitspielst. Was genau nimmt. Ah, wo sind denn... Bist du denn? Keine Gegner. Aber warum bin ich... Eigentlich bin ich tot. Ich pull gerade Gegner. So nicht töten, nicht töten. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ja, ja. So, ich wo steht er denn? Ein bisschen vor mich hin. Ich führe dich dahin. Super, ich führe dich dahin. Ich schmeiß ihn mal ein bisschen weiter hier. Du warst am Brennen und beim Brennen echt? Oh nee. Aber ich du bist am Arsch. Tot. So, töte ihn. Wieso? Wo denn? Wo bin ich? Bei mir, geh mal zu mir. Ich will doch nichts mehr einsammeln, Mist. Der zieht dir auch kein Leben ab. Jetzt ist er weg. Oh nein, ich bin schon wieder rausgeflogen. Huh. Komm schon. Jake? Hä? Geh. Tu einfach mal. Nee, Quatsch. Sven, wie wär's, wenn du auch mal ausloggst? Ja. Weil der da. Nein, niemals! Jetzt ist er weg. Ja, ich komm nicht mehr drauf. Und join und connect. Und da bin ich wieder. Oh ja, okay. Ich war tot, doch. Und was tut die Mikey? Moment, ich glaube, bei mir ist Hamati schon wieder zugegangen. Nee, warte natürlich, mal, ich wurde aber nicht als tot genommen, gewertet. Super. Ich habe keinen weiteren Tod drauf bekommen. Oh. Aber ich bin auch nur mit halbem Leben wieder gespawnt. Ich glaube, da liegt an der Healing Nova und dieser fetten Masse an Monstern. So. Und weiter geht's. Ah, ich gucke mir nochmal eben die Defense Skills an, vielleicht kann ich mir da auch noch was kaufen. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich würde gerne die Angriffsskills angucken. Jetzt muss ich euch schon wieder suchen. Okay. Moment mal. Was meint ihr, lohnt sich mehr? Stun-Chance höher, dass ich selber weniger Schaden kriege, oder die diesen Block-Radius größer? Leute, ernsthaft, wo seid ihr? Ich bin noch auf Floor 4. Ah, da unten seid ihr. Wir sind auch auf Floor 4. Ich hab euch gesehen. Ja. Ah. Wir brauchen jetzt diese goldene Schlüssel. Cut. Ja, ich kann ja. Du bist hier noch nicht fertig, ne? Mal nebenbei. Wir wählen die einfach zwischendrin auf. Okay. So. Ich halt jetzt hier im Alleingang alles niedermähen. Alles! Sogar den Boss. Im Alleingang. Oh scheiße, wenn der dann auch mehr Lebenspunkte hat. Das wird lustig. Der Typ ist schon mit wenig Lebenspunkten asozialer. Super. Ne, hier waren wir schon. Guck mal, ich komm noch durch ohne zu brennen. Alter, das? Du heilst uns auch mit? Ist das geil? Das ist ja Healing. Ist ja geil. Sehr cool. Und zwar, wenn ich das nein, richtig gesehen habe, sogar nicht egal, geheilt. Wo auf der Karte ich bin. Ich werde nur geheilt, wenn ich tatsächlich in der Nähe stehe. Ja, dann mach ich mir gerade mal Schaden, warte mal. Dann mach mal. Ja, warte, jetzt habe ich gerade keinen Moment. So. Doch, Tatsache. Cool. Ja, doch. Überall. Dann bist du jetzt unser Heiler, so. Ich bin immer hinten dran und heile. Ja, du bist unser so Heiler. Schnell. Du bist der Highlight-Kämpfer-Tank, Paladin, Wizard, Mist. Boy. Ja, ich mach einfach alles. Und sterben. Ich sterbe auch für euch. Für eine gute Idee. Ey, das wäre doch der Skill für Raven eigentlich. Der. Ich mach alles. So, wo ist unser Wizard? Ich glaube, hier drüben irgendwo. Wizard. Ah, da oben ist er. Wieder Geld gefunden, die Sau. Okay, oh, ein Schlüssel. 105. So. Ui. Da kommen wir, das ist ein Rundgang. Wie kommen wir da hin? Wir alles hier eigentlich. Okay. Dann werden wir mal eine Führung machen. Aber da sind noch Kisten und Gegner. Aber hauptsächlich Kisten. Ja,
Wer versteckt Bomberman Vasen? Wenn ich das wüsste. Das mache ich auch. Bomberman. Ja. Okay. War's nicht, ich schwör's. Hierfür haben wir einen Schlüssel. Cool. Unser Wissen ist. Pass auf, hier hat es ein paar kleine Gegner in dem Raum hier drin. Aber nur ein paar. Ah! Yay! Ich glaube übrigens, vorhin haben wir den Schalter gedrückt, den wir brauchen, um in dieses andere Gebiet zu kommen. Aua. Das war eine Bombe. Ah, gut, vergessen. Na cool. Ich habe jetzt sowohl Heilung als auch Nova. Als Aura. Das ist ziemlich cool. Ja. Vielleicht sterbe ich dann ja jetzt nicht ja, mehr so oft. Hilf mir! Gegen Ende stirbt man übrigens nicht mehr ganz so schlimm. Ah, cool. Warte mal, ich will die jetzt mal alle pullen. Weil er dämlich ist. Warum solltest du das tun? Ding. Weil ich Leben bekomme. Ich liebe Leben. Ah, oh Gott, was ist hier los? Alle einfrieren. So. Ich kann die einfrieren. Ach, du kannst die einfrieren, oder was? Cool. Ja. Dann bist du ja ein Feuereismagier. Eismagier. Eine coole Magier. Ich bin der Avatar. Ich schreibe jetzt Nova-Dingern aus von euch. Money. Mein Money. So, kein Money mehr. Ey, wir haben 5 Bronzeschlüssel, ey. Bronzeschlüssel OP, was? Na, ihr habt das Ding schon gedrückt. Sehr gut. Und ihr habt Geld wieder liegen lassen. Und warum lasst ihr alles liegen? Ihr habt sogar einen ganzen Geheimraum liegen lassen. Ich lass kein Geld liegen. Und zwar einen, der schon offen ist. Ah, eine Vendor-Coin. What the fuck? Payback-Punkte. Ey, es hat niemand gesagt, dass wir Gold wollen. Eine Made, oh Gott, nein. Wir sind wahre Helden, uns ist dank Rom genug. Genau. Scheiße, wir sind Maden. Wir machen das Ganze ehrenamtlich. Ja, genau. Also ich bin Held auf ehrenamtlicher Basis. Warum lasst ihr so viel Gebiet hier liegen? Kommt zurück und klärt die Gebiete wie echte Helden. Meine Fresse! Das machen wir doch jetzt, wir haben doch noch Zeit. Ja, noch ein bisschen. Ja! So 10 Jahre. Au! Prozentual, wie viel denkt ihr, haben ja? Wir schon durchgezockt jetzt? Wahrscheinlich hat schon jeder abgeschaltet, weil sie es selber durchgespielt haben oder so. Ah, toll, mitten in drin keine Mana mehr. Dann heil uns halt. Ja, ohne Mana heilen, ne? Ah, ich hab's wohl überlebt. Ja, da war doch was, ne? Details, ne? Money. Hey. Was denn Scheiß? Boah, wieder 2000. Payback-Punkte! Ja, Payback! Ich muss das ist eigentlich auch voll die Schleichwerbung. Ich habe auch vorhin Penny-Werbung gemacht, okay? Ja. Wir sollten echt Kick-Teil machen. Okay, wie kommen wir jetzt eigentlich hier durch diese goldene Tür durch? Mit einem goldenen Schlüssel? Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg dahin. In dem Gebiet, das ihr nicht betreten habt. Oh. Und das wahrscheinlich am weitesten von eurem Standort gerade entfernt ist. So. Ich bin dabei. Ja, wahrscheinlich. Ja. I got this. Sinn ergeben. Oh, der hat nicht mal was gedroppt. So. Das ist natürlich super. Das könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen. Und natürlich, hier ist der Schlüssel. So. Schlüssel. Jetzt könnt ihr da rein. Gasse. Goldener Schlüssel, wir können. Yeah. Oh, jetzt geht's an die Offense. Ja! Offense, jetzt geht's ans Damage. Ach, ich hab nur noch 100 Gold, scheiße. Wofür ist denn das alles ausgegeben? Hat's Klo runtergespült. So. Also, ich kann mir jetzt genau ein Upgrade kaufen. Ich brauch das Zeug. Oh, ich brauch Marksmanship, das ist super. Ich brauch das Zeug. Okay, Double Damage.
Open Soul Sacrifice. Okay, ich habe mir jetzt die Reichweite vergrößert. Leute, wir müssen Münzen sammeln. Das will man das ehrenamtlich. Ja. Komplett. Ey, da drüben ist noch so ein, ist übrigens so eine Wooden Plank. Ja. Direkt geil, neben uns. Ja, aber kommen wir da dran, kommen wir irgendwie nicht hin. Aber wir brauchen die doch. Ja. Wir können zum zweiten Gegner gehen, glaube ich. Ja, aber ja, wenn wir da hingehen, dann ja, es gibt noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Kommt mit. Ja. Ab dafür. Also, zumindest glaube ich, dass wir den Schalter dafür aktiviert haben. Oh, er hat einen Hals, aber. Sehr gut. So, jetzt muss ich noch mich erinnern. Der war, glaube ich, irgendwo oben. Aber wir haben auch noch nicht den geheimen Gang. So, da drüben ist noch ein Schalter öffnen. Yeah. Warum muss ich nicht vorgehen? Münzen! Ja! Ich werde schon mal gucken, wo das Ding ist. Black! Goldig ist Gold, ist goldig. Okay. Da! Das ist oh, hier! Steht alle wir haben den Schalter aktiviert. Okay. Ach, brauchen wir die Planks. Ah. Das ist nicht wegen den Planks. Das ergibt Sinn. Oh, nice. Cool. Ach ja, stimmt, da war ich vorhin, aber hab irgendwie vergessen zu sagen, sehr gut, dass wir da hin können. Du bist mein Held. Not done. Oh, wow. Ich dachte mir so, da kommen wir bestimmt. Ja. Ich verbrenne jetzt Gegner im Übrigen. Yes. Das heißt, wenn ich Gegner mit dem Feuerball treffe, nehmen die dann zusätzlichen Schaden danach noch. Ach so. So, den können wir aktivieren. So, ich schätze. So, kommt mal mit. Kommt mit. Ach, kommt sind so viele kommt Gegner. Mit. Hier mach ich alle Platz. Aber, ja, ich hatte so viele Gegner noch. Da rein. Das hier ist das Bonus-Level. Was ist das denn da? Ach, komm her! Da sind noch so viele Sachen rum. Da unten geht's nämlich weiter. Da kommt so noch Geld, Leute. Ach, Mann. Ja. Oh, noch mehr Geld. Ich hier findest du viel Geld. Zurück. Ich find Geld. Oh ja. Krass, ja, dann kann man vielleicht sogar alles ausmaxen jetzt. Yes. Ja, das habe ich nämlich bisher schon gemacht. Das ist das Problem. Deswegen hatte ich auch eben kein Geld mehr. Du bist chronisch pleite. Ich bin chronisch pleite, ja. Warte doch auf mich, Paladin. Nein, Paladin. Das ist ein Skelette. Im Endeffekt ganz viele Schlüssel suchen. Für ganz viel Geld. Natürlich, die Schlüssel brauchen wir für Geld. Und Geld. Oh, ich hab ganz viel Geld, ich hab hier einen Schlüssel. Schlüssel. Wir haben noch zwei Schlüssel. Yes. Oh. Hier unten liegt auch noch so eine. Hier liegt auch noch ein Trank. Apfel rum. Sag mal. Warum sind Gegner überhaupt Schaden rein? Also, ich hab grad einen Schalter gedrückt, der irgendwas in einem Floor. Ich weiß auch was. Getan hat. Der hat praktisch noch einen Weg zu einem Upgrade freigemacht. Money. Cool. Ah. Ja. Oder nee, der hat sogar, glaube ich, zur Wooden Plank. Hier ist irgendwie so ein Trank. Hier drin. Haben alle Tränke! Scheiße! Ja, haben alle Tränke. Ja, haben wir. Warum? Ja. Okay, warte, weil das ist bestimmt nicht Verschwendung von Ressourcen und so. Ja, aber die nächsten Abenteurer und so. Halt so, das war's. Das Geile ist. Ja, genau. Nein. Geil ist, theoretisch kann man immer wieder hier rein. Das heißt, wenn wir möglich mal auf die Fresse bekommen hätten sollen. Versuch mal hier reinzugehen. Also ich bin in meinen Einzelplan hier nochmal reingekommen. Das ist Theorie widerlegt. Mit Anlauf. In einer Menge Fantasie. Ach, jetzt ist hier, sind die Spikes runter. Ah, genau, super. Ich gehe links nochmal lang, weil da liegt noch ein bisschen Geld rum. Ja, und ein Silberschuss. Nein, wir müssen die Pyramide runter. So. Und ich habe wieder 3000 Gold. Ja. Bei jeder Pyramide ist so ein Schalter. Die tut das nach oben. Damit können wir sie von oben holen. Ja, mehr Gegner. Ah, noch mehr Gegner. Du stirb mal. Mehr Gegner. Das hat schon was so ein bisschen so Don Marco, ne? Mal hier noch was? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee. Stirb! Unhold. Ach, diese Pyramide ist dann quasi das, was wir da und in der Ebene die Planke, die jetzt oben liegt, können wir jetzt von oben praktisch holen.
Können wir nämlich praktisch, das Ding hat es nämlich oben und oben ist eine Plattform, wo man praktisch hochlaufen kann. Ja. Echt? Cool. So. Sehr geil. Weil wir das jetzt gemacht haben. Wir jetzt genau hier rum? Dort unten ist noch ein Dings und... Jetzt ein Wizard. Weil wir das können. Der Wizard ist der Schlauste. Da ist noch ein Schalter. Yeah, Damage Boost! Yeah! Yay. Abkürzung. Mann, das ist, glaube ich... Ah, doch. Hier. Aber kommt man da nochmal zurück? Da ist nämlich noch ein anderer Gang gewesen. Noch mehr Rabattpunkte! Das hier ist nämlich, glaube ich, der Rückweg. Ah. Okay. Ben schreit wieder so. Rum. Ja. Ich finde das so geil, ey. Irgendwie. Venture so, forth so toll. Deep into the darkness. So. Ich musste. Ah, ganz viel Gold und so. Hier ist noch ein... Das ist ein Skelett Shadow. Das ist das Easter Egg, von dem ich gesagt habe im letzten. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Okay. The Heist. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, The Heist. Ja, genau, Leute. Da stand doch gerade... Da stand doch gerade... Zuschauer, wenn ihr wisst, was das für eine Maske ist, ob das von einem anderen Indie-Game ist oder irgendwoher, schreibt es mal in die Kommentare runter. Das kann sein. Ich weiß, kann ja sein, dass es einer von euren unseren Zuschauern kennt. Meine auch. Aber meine Zuschauer sind kommentarfaul. Meine nicht. Ach, das wird schon noch. Vielleicht haben sie auch einfach keine Tastatur. All drin? Okay. Jawoll. Ja, die haben ein Gamepad so. So, jetzt noch die Planke suchen, die hier noch irgendwo rumliegt. Die müsste irgendwo oben sein. Hm. Suchen tut man da, meistens an der gefunden. Stelle, nicht wahr? Ja. Da ist er, ich hab sie. Oh, das ist gut. Damit haben wir eigentlich alles geklärt. Okay, gut. Cool, dann nochmal zum letzten Mal. Okay. Und dann geht's Boss-Schnetzeln. Dann gibt's Boss-Gulasch. Bin schneller als der Wizard, yay. Ah. Bin sowas wie der kleine Bruder des Wizards. Ich hab nur geguckt, ob hier was ist. Es sah so komisch aus. Ja, aber Wand. Ich bin paranoid, lasst mich. Hätte ja sein können. Au, ich brenn. Au, was tut weh? Mann, au. Jetzt sind die Offensive. Bow Damage. Yes. Yeah! Moment, ich kauf mir noch keinen Mana Pool. Ich kauf mir erstmal das andere. Jawohl, Combo ausgemaxt und Damage ausgemaxt. Sehr geil. Oha, so. Okay, das ist super hier. Das gefällt mir. Gut, ich hab alles richtig gemacht. Mana Pool Stufe 3 geht nicht. Ignoriert. Dafür alles andere. Mana-Pool habe ich auch ein bisschen ignoriert. Ich habe 260 Mana jetzt gerade. Ah, ich kann mir noch Armor kaufen. Ich habe 245. Ich habe 130, das entspricht Oh, was ist das hier? Da kommen wir her. Diese verschlossene Tür. Da kommen wir her. Ach, von da kommen wir. Oh, okay. Das, da geht's in Akt 1, beziehungsweise eher nicht mehr. Oh, okay. Und jetzt. Die ja schon tot. Ja, The Knight. Könnten wir noch auf uns zukommen? Der ein rechtes Arschgesicht ist. Na gut, ich hab hier kein Geld mehr. Danke. Können wir ihn so killen? Nein, können wir nicht. Schade. Ich hab mir mal einen neuen Trank geholt. Was haben wir hier? Nichts. Taktik durchgehen? Durchgehen für den Gegner? Also. Jo, können wir machen. The Knight. Der Typ ist ein abartiger Nahkämpfer eigentlich. Wie der Name schon sagt. Entsprechend wird wohl der Paladin nicht viel Spaß haben an dem, sondern der wird wahrscheinlich größtenteils uns die Gegner, die hier, da sind so diese Plattformen, die ihr seht, diese runden Plattformen, also diese viereckigen Plattformen mit diesen Zielscheiben drauf, wo ihr da oben seht. Dort werden jeder konstant Gegner spawnen, die uns ziemlich auf den Geist gehen werden. Die Bubbles, die kann man einmalig am Anfang töten, solange der Knight noch keinen Schaden, der steht ganz am Ende des Flurs auf so einer Treppe oben, solange er nicht einen Schadenspunkt genommen hat, greift er uns noch nicht an. Nee. Okay. Das heißt, erst einmal diese Bubbles am Anfang töten. Alternativ könnten wir die eigentlich auch aufheben, damit uns unser Warlock die als Mana-Quelle, als Lebensquelle nutzen kann. Das wäre natürlich möglich. Allerdings stehen die uns auch ziemlich im Weg rum. Diese komischen kleinen Säulen, die da stehen, die können uns als Schild dienen. Die werden aber ab
ich glaube, einem Viertel, wenn er nur ein Viertel der Lebensenergie hat, werden die zerstört werden. Der hat grundlegend drei Angriffe. Der erste Angriff ist einfach ein Schwerthieb. Der zweite ist, da dreht er sich dann und schießt in alle Richtungen irgendwelche Projektile. Und beim dritten, da schlägt er auf den Boden und dann wird so, dann tun sich praktisch solche Erdrisse auf, die uns Schaden machen. Da, die sind ziemlich zufällig, da müsst ihr einfach gut ausweichen können. Die werden auch nicht von diesen Säulen geblockt. Und ich... Ja, genau. Und ab der Hälfte der Lebensenergie fallen Bomben von der Decke. Und zwar ziemlich viele Bomben. Ja. Und wie ihr vielleicht bei dem einen Rätsel vorhin schon mal gesehen habt, den Sprengradius bekommt ihr angezeigt, aber der ist ziemlich groß. Allerdings auch hier wieder Pixel genau. Das heißt, wenn ihr zwischen zwei Bomben steht und so links und rechts der Kreis euch nicht berührt, dann werdet ihr wirklich auch nicht getroffen. Das heißt, ihr müsst wirklich jede Lücke ausnutzen. So. Ah, okay. Gut. Okay. Sollen wir die töten oder sollen wir sie aufheben? Ich will sterben! Na gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann töte ich sie jetzt. Okay. Komm, da ist er. Da ist er. Du wolltest nicht einfach so rumballern. I must break you. I must break you. Ich sehe gerade, er ist schwach gegen Feuer. Gut. Das ist sein Don Marco. Mehr Geräusche, okay. Geräusche, Ja. Ich habe mich mal ein bisschen hochgeheilt. Oh nee! Au. Okay, ich habe keinen Schaden. So, jetzt komm her! Die! Die! Au, 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 mein Gott. Brenne! Oh, tot! Unverwundbarkeitsportionen sind cool. Feuer. Ich hab da unverwundbar. Bist du noch mal draufgegangen, Sven? Was? Bist du gerade noch mal draufgegangen, Sven? Ich hab eine Unverwundbarkeitsportion dabei gehabt. Du geschrien hast. Okay. Nein, ich stand genau zwischen. Du sogar fünf Leben. Leben! Fünf Leben! Yay, fünf Leben. Jetzt haben gut! Yay! Jetzt haben wir auch Akt 2 gut, damit. Leute. Ja, ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao! Bye bye. Tschüss Leute. Ciao. Ich euch.